So, ein bisschen Ground Handling. Diesmal die Fortsetzung des ersten Videos. Ground Handling im flachen Lande. Ja, also ich habe mir meine Fluglehrer für bekloppt erklärt. Die sagten, ja, aufziehen mit einem kräftigen Impuls und dann läufst du mal ganz langsam weiter, guckst nach, ob die Leinen alle passend sind und dann startest du durch. Drei Phasen halt. Ja, ich habe alles immer gemacht, ne? Nur die zweite Phase nicht. Also im Prinzip aufziehen mit Impuls und durchgestartet. Ich habe aber gemerkt, man kann tatsächlich mit dem Schirm Schritt gehen, auch bei so gut wie Nullwind. Hier hatte ich jetzt gerade Windgeschwindigkeiten von etwa 2, 3, 4 Stundenkilometern. Zum Schluss, gegen Ende des Videos, ein bisschen auffrischend auf 6, 7 Stundenkilometer. Das war aber auch alles. Also es geht auch mit einem sehr lauen Lüftchen. Und der Schirm war zu, war kladdernass. Also wir hatten hier eine Außentemperatur von 1 Grad und die Wiese, die war bedeckt mit Tautropfen. Also der Schirm liegt jetzt noch im Keller zum Abtrocknen. Jo, also, liebe Flugschüler, man kann also tatsächlich wirklich Schritt gehen mit dem Schirm. Man muss es halt üben, aber dazu fehlt in der Flugschule meistens auch die Zeit, sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen. Also, wenn ihr eine schöne, große, freie Wiese habt, die wirklich frei angeströmt wird, ist das sicherlich optimal zum Üben. Und das sollte man auch tatsächlich tun. Okay. Bis die Tage. Tschüss.